Heute stellen wir euch 10 extrem seltene Wolkenformationen vor, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Viel Spaß! Nummer 10. Nacreus-Wolken. Diese seltenen Wolken, manchmal auch als Mother-of-Pearl-Wolken bezeichnet, sind 15 bis 25 Kilometer hoch in der Stratosphäre. Sie haben schillernde Farben, sind aber höher und viel seltener als gewöhnliche schillernde Wolken. Meistens, aber nicht ausschließlich, sind sie in den Polargebieten zu sehen und im Winter auch in den hohen Breiten, also Skandinavien, Alaska und Nordkanada. Platz 9. Mammatus-Wolken. Mammatus sind beutelartige Wolkenstrukturen und ein seltenes Beispiel von Wolken in sinkender Luft. Manchmal sehr ominös in ihrer Erscheinung sind diese Wolken komplett harmlos und bedeuten zum Beispiel nicht, dass ein Tornado aufzieht oder ähnliches. In der Tat entstehen Mammatus in der Regel, nachdem ein schlimmes Gewitter vorübergezogen ist. Also ein Zeichen, um sich gut zu fühlen. Nummer 8. Altocumulus-Wolken. Auch bekannt als Quallenwolken aufgrund ihrer Quallenform. Diese bilden sich in einer Höhe von rund 5 Kilometern, wenn ein Sturm aus feuchter Luft aus dem Golfstrom über das Land zieht, trifft dieser dann auf trockene Luftschichten. Der obere Teil der Wolke steigt dann in eine Quallenform auf und es entstehen lange Tentakeln. Platz 7. Leuchtende Nachtwolken. Leuchtende Nachtwolken sind eine sehr seltene Wolkenbildung, die am Rande der Atmosphäre in einer Höhe zwischen 82 und 102 Kilometer auftritt. Nachtwolken reflektieren das Sonnenlicht von der anderen Seite der Erde in der Nacht und werden dadurch überhaupt erst sichtbar. Nummer 6. Atompilzwolken. Ein Atompilz ist eine unverwechselbare, pilzförmige Rauchwolke aus kondensiertem Wasserdampf oder Ablagerungen aus einer großen Explosion. Sie werden am häufigsten Atomexplosionen zugeordnet, aber jede ausreichend große Explosion würde eine gleiche Art von Effekt erzielen. Vulkanausbrüche zum Beispiel sind in der Lage, auf natürliche Art und Weise diese Pilzwolken zu produzieren. Platz 5. Cirrus-Kelvin-Helmholtz-Wolken. Sie erscheinen als schmale horizontale Spirale und gehören damit zu einer der markantesten Wolkenformationen. Allerdings halten sie ihre Form nur für ein oder zwei Minuten und gelten daher als ein extrem seltenes Spektakel. Die durchschnittliche Höhe liegt bei etwa 5 Kilometern. Und die Top 4. Wellenwolken. Eine Wellenwolke ist eine niedrige, horizontale, rohrförmige Weizenwolke mit einer Gewitterfront oder manchmal auch mit einer Kaltfront verbunden. Die kühle Luft nimmt die warme, feuchte Luft auf und kondensiert. Dadurch rollt die Wolke oft mit verschiedenen Winden über die Landschaft wie eine echte Welle. Nummer 3. Schichtwolken. Eine Schichtwolke ist eine niedrige, horizontale Keilweizenwolke, die durch eine Gewitterfront entsteht. Im Gegensatz zu einer Wellenwolke baut sich eine Schichtwolke an der Basis der Mutterwolke auf. Oft entstehen an der Untergrenze der Wolke Turbulenzen, Wind und starke Regenschauer. Wenn ihr also mal im Flugzeug sitzt und so eine Wolke seht, na dann viel Glück. Und auf Nummer 2. Stratocumulus-Wolken. Diese Stratocumulus-Wolken breiten sich in langen, markanten, schlauchartigen Bändern aus, nachdem sie sich in Luftströmungen gefangen haben. Zwar ist es nicht ungewöhnlich, dass Winde diese Muster auch formen, allerdings müssen dafür die Winde genau aufeinandertreffen, damit sich diese Form überhaupt erst bilden kann. Nummer 1. Lentikulare Wolken. Lentikulare Wolken sind stationäre, linsenförmige Wolken, die in großen Höhen gebildet werden und im rechten Winkel zur Windrichtung ausgerichtet sind. Da, wo stabile, feuchte Luft über einen Berg oder eine Reihe von Bergen fließt, kann eine Reihe von groß angelegten, stehenden Wellen gebildet werden, die dann auf der Leeseite des Berges liegt, also dort, wo der Wind hingeht. Ich hoffe, es war für euch heute nicht zu viel Naturwissenschaft, aber diese Wolken sehen einfach hammermäßig aus, finde ich. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch dabei entspannen konntet, dann lasst doch gerne ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!